Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal um Fernwärme, nämlich die Preistransparenzplattform Fernwärme, die jetzt mittlerweile an den Start gegangen ist, noch nicht den gesamten Markt widerspiegelt, aber schon so in etwa die Hälfte laut eigener Aussage der Veröffentlicher. Und in diesem Jahr nochmal ein großes Update bekommen soll. Also eine ganz interessante Geschichte. Der Hintergrund ist hier sicherlich auch die Problematik, dass wir bei Fernwärme nicht so diesen regulierten Markt haben wie in Strom und Gas, sondern schon eine viel stärkere monopolistische Situation, weil nun mal die Fernwärmeleitung vor Ort auch nur regional gebaut ist. Ne? Und die kann ja nur eine gewisse Distanz auch schaffen, ohne allzu große Wärmeverluste dann zu erleiden. Und dementsprechend ist man als Vorortanbieter nun mal auch der Komplettanbieter für alles. Ne? Man hat die Wärmeerzeugung, man hat die Leitung und man verkauft die Wärme an den Abnehmer. Ne? Also das ist wirklich eine echte Monopolsituation, wie wir sie ursprünglich auch noch gekannt haben in der alten Energiewelt für Strom und Gas, ne? Bevor dieser virtuelle Wettbewerb entstanden ist. Und weil es dann eben auch in den ganzen Jahren immer mal Herausforderungen damit gab, dass die Preisformeln nicht ganz durchsichtig waren oder Preiserhöhungen dann gemacht worden sind in einer monopolistischen Situation, ist das natürlich verdächtig für Verbraucherschützer und auch Wettbewerbsschützer. Und die Preistransparenzplattform soll jetzt praktisch schon mal dieser Herausforderung ein bisschen entgegengehen und zumindest gewissermaßen eine Transparenz eben darüber schaffen, welche Preise eben die Anbieter so für Haushaltskunden und andere Kunden verlangen wollen. Wir sehen hier, dass das eine Initiative ist von Branchenverbänden, Fernwärme allgemein, BDW und natürlich auch die Verband Kommunaler Unternehmen, kennen wir ja. Und hier soll nun also schon mal ordentlich was geliefert werden. Ich packe mal ganz kurz meine Kamera zur Seite, damit ihr auch diesen Hinweis hier unten sehen könnt. Das ist die erste Version. Im Herbst werden wir voraussichtlich dann die Weiterentwicklung sehen. Und das ist auch gut, weil ihr werdet dann noch bemerken, es gibt so ein paar Herausforderungen mit dieser Plattform. Erstmal grundsätzlich, wir haben hier eine gewisse Transparenz. Sie soll auch ein bisschen Begrifflichkeiten erläutern. Und schlussendlich, das ist so dann die Grenze der Leistbarkeit, muss sie gewissermaßen einen Mischpreis darstellen, weil wir so ein paar individuelle Faktoren wie Baukostenzuschüsse und Netzanschlusskosten und sowas natürlich hier nicht pauschal mit reinnehmen können. Also es ist jetzt keine hundertprozentige Verbindlichkeit dessen, was ich hier lese, dass ich das auch genauso als Angebot bekomme, aber als Richtungsweisung und dann vor allem auch Vergleichbarkeit mit anderen Anbietern in anderen Regionen ist es ganz hilfreich. Hier wird nochmal erklärt, wie es zu Preisunterschieden überhaupt kommen kann. Die Wärmeerzeugung als solches natürlich, also die Kraftwerksstruktur, die es dann gibt, also die Wärmekraftwerksstruktur, die vor Ort verwendet wird, also Heizkraftwerke, Großwärmepumpen, große Solarthermie, Abwärme von irgendwelchen industriellen Anlagen und das wird dann alles schlussendlich in die Wärmeleitung reingepumpt und kann dann seinen Weg nehmen. Da kommt natürlich automatisch eine unterschiedliche Preisstruktur zustande, je nachdem, was für Brennstoffkosten ich eben habe oder Erzeugungskosten ich eben habe. Hier wird noch etwas darauf hingewiesen, dass es also verschiedene Quellen gibt. Dann natürlich das Wärmenetz selbst. Einerseits, wie lange steht das schon? Wie sehr müssen Instandhaltungsmaßnahmen dauerhaft vorgenommen werden? Mit welchen Kostenstrukturen dahinter? Wie viel Erneuerung ist notwendig? Wie viel Ausbau ist auch notwendig? Also verschiedene Rahmenbedingungen, eben je nachdem. Ich selbst komme ja aus Ostdeutschland. In der ehemaligen DDR oder damals in der DDR war Fernwärme in einem relativ starken Fokus. Deswegen haben wir hier viele Leitungen, aber eben auch zum Teil dann sehr alte Leitungsstruktur. Von daher, wir haben schon relativ viel Fernwärme, aber die ist zu einem gewissen Teil auch veraltet. Und bei Wärmeleitungen haben wir nur genau den Faktor, dass da ja eine große Wärme drin ist. Und wenn das nicht gut abgedichtet ist, dann verlieren wir Wärme an die Umwelt. Ne? Dann geben wir einfach die Wärme ab, die verflüchtigt sich und dann kommt nicht mehr genügend Hitze bei den Verbrauchern an, schlimmstenfalls. Ne? Also das ist natürlich auch so ein Faktor und in ganz anderen Gegenden gibt es einfach gar keine Wärmeleitung, ne? Obwohl das ein sehr effizienter Weg ist, um aus einer zentralen Struktur heraus Wärme an die Haushalte zum Beispiel zu bringen. Und dann natürlich auch nochmal die Struktur der Kunden vor Ort, also wie viele Kunden habe ich, die dann wie viel eigentlich zu zahlen hätten. Ne? Wenn ich weniger Kunden habe, aber die gleiche Leistung geben muss, muss ich dem Einzelnen im Zweifel ja mehr berechnen.
der Begriff der Wärmeabnahmedichte ist da zum Beispiel so ein Faktor, der hier eben auch ein bisschen erklärt wird. Und dann ist hier eben so ein bisschen unauffällig, also wie gesagt, es gibt dann im Herbst nochmal eine neue Version, man könnte das sicherlich nochmal ein bisschen besser darstellen, den Link zur Preisübersicht. Auch hier muss ich jetzt nochmal eine ganze Weile scrollen, das wird ja hier nochmal ein bisschen erklärt. Ja, wir sind jetzt also hier eine Preistransparenzplattform. Wir unterscheiden grundsätzlich das Einfamilienhaus, das Mehrfamilienhaus und den kleinen Industriebetrieb, bei dem man vielleicht auch noch so halbwegs standardisiert einen Wärmepreis mit platzieren kann. Es wird nochmal darauf hingewiesen, wir machen das auch, weil es in der Wärme- und Kälteverbrauchserfassung und Abrechnungsverordnung und in der allgemeinen Wärmeverordnung, also Wärmeversorgungsverordnung, auch gewisse Transparenzpflichten mit formuliert sind. Wir finden das auch grundsätzlich an anderer Stelle, dass zum einen die Politik, aber natürlich auch der Gesetzgeber direkt fordert, dass wir diesen monopolistischen Wärmemarkt verbraucherfreundlicher und klarer darstellen. Wettbewerb als solcher ist schwierig vorstellbar, weil es, wie gesagt, vor Ort wirklich so ein regionales Leitungsnetz ist. Da kann man als BHKW-Betreiber, der dann noch mit einspeist, sicherlich einen Einspeisevertrag machen, aber so eine komplette Parallelstruktur mit so einem virtuellen Wettbewerb, wie wir ihn in Strom und Gas kennen, ist hier deutlich schwieriger vorstellbar, weil es eben nun mal immer regional ist. Gezwungenermaßen sind es regionale Wärmenetze. Ja? Nachbarstädte sind nicht verbunden miteinander, typischerweise. Wird noch was darauf hingewiesen und dann kommen wir zu dieser großartigen Tabelle. Die hat irgendeine Art von Sortierung am Anfang. Ich würde empfehlen, man klickt ja einmal auf Bundesland und kriegt dann eine alphabetische Sortierung für das Bundesland. Und dann kann man natürlich so ein bisschen suchen. Wichtig, hier oben haben wir nach meinen Erkenntnissen keine Suchfunktion. Ne? Also man muss wirklich scrollen, um das zu finden, wonach man hier gerade sich umschaut. Und auch da muss ich mich nochmal wahrscheinlich kurz zur Seite schieben. Hier unten habt ihr die Möglichkeit, weiter zu klicken, um dann eben zu einem Ergebnis zu kommen. Ich selbst bin ja Thüringer. Also scroll ich jetzt mal wahrscheinlich bis ganz ans Ende. RST wie Thüringen. So, ich schiebe mich wieder rüber. So, und dann haben wir eben hier die verschiedenen Ergebnisse gesehen. Anstatt, wir sehen Bitterfeld-Wolfen. Das ist ganz witzig, weil es geht hier um Meusewitz. Meusewitz ist tatsächlich in Thüringen im Altenburger Land, hier in einem Landkreis, der an Sachsen-Anhalt grenzt. Aber Bitterfeld-Wolfen ist halt ganz und gar nicht in Thüringen, sondern in Sachsen-Anhalt. Und zwischen diesen beiden Plätzen sind garantiert 70 Kilometer Luftlinie. Da liegt ja noch Leipzig dazwischen, unter anderem. Und man fährt auf der Autobahn bestimmt eine Stunde bis Bitterfeld. Von daher bin ich mir nicht ganz klar, warum Bitterfeld hier als Stadt steht. Es mag mit Envia Term zusammenhängen, die ja nun mal in Sachsen-Anhalt verortet sind, aber ich finde das gerade kurios, dass die Sortierung hier mit Bitterfeld geschrieben ist. Das macht keinen Sinn. Es müsste eigentlich Meusewitz sein, als die Stadt, um die es geht. Ja, dann haben wir hier Eisenach, Erfurt, Gotha, Hildburghausen, Meining, Mühlhausen, Schmölln, das ist wieder in meiner Ecke hier, Sömmerda, Suhl, Weimar. Und wer jetzt in Thüringen zum Beispiel wohnt, oder sich das vorstellen kann, wie gesagt, alte DDR, wir haben ja sehr viele Wärmeleitungsstrukturen, dem wird schon auffallen, das ist offensichtlich nicht alles. Und das ist nun mal noch genau das Problem. Im Moment haben wir hier nur die Veröffentlichungen von den Teilnehmern, die das eben dann auch zur Verfügung stellen, die hier kooperieren mit dieser Transparenzplattform. Zum Beispiel hier in meiner direkteren Nähe in Gera gibt es auch Fernwärmeleitungen, sogar relativ viel, aber hier steht halt nichts darüber. Und Jena hat zum Beispiel auch Fernwärme, steht hier auch nicht. Und. Das ist also, wie gesagt, bisher nach eigener Aussage ungefähr die Hälfte des Marktes, die hier abgebildet ist. Ist noch keine Vollständigkeit. Ich kann mir jetzt also kein komplettes Marktgefüge anschauen. Aber wenn ich jetzt sage, na, ich muss mich jetzt hier irgendwo anschließen lassen, dann kann ich ja zumindest mal vergleichen. Und sehe hier eben Preise. Jetzt muss ich nochmal hochscrollen, um das zu sehen. Ne? Wir haben zuerst Einfamilienhaus, dann Mehrfamilienhaus, dann Industrie. Und sehen hier dann die Preisunterschiede. Ne? Teilweise identisch, teilweise auch mal mit Unterschieden. Hier zum Beispiel in Suhl, wo ja, also schon durchaus was ausmachen könnte und so weiter. Dann Lieferumfang Fall 1 und 2. Da geht es also hier darum, was in den Preis direkt schon mit einbegriffen ist. Ne? Nur Hausanschluss oder ist hier direkt schon mit als Mischkalkulation eingerechnet, dass
Übergabestation und so weiter mit eingepreist ist praktisch. Ne? Wie oft kann der Preis angepasst werden? Was ist der aktuelle Stand? Wie groß ist das Netz? Welche Verluste gibt es hier? Ich habe ja vorhin erwähnt, ne? Keine perfekte Dämmung, weil es hier natürlich nicht gibt. Wärme wird an die Umwelt abgegeben. Muss er trotzdem aber am Anfang mit erzeugt werden. In einem zentralen Heizkraftwerk muss dann so viel Hitze ja rausgehen an die Leitung, dass bis zum allerletzten, am weitesten entfernten Haus noch genügend Hitze ankommt, um die Heizung vor Ort, also Warmwasser und Heizung, beliefern zu können, ausreichend. Ne? Wir wollen ja gerade beim Warmwasser auch sicherstellen, dass verschiedene Bakterien abgetötet werden. Wir brauchen also eine Mindesttemperatur, die auch ankommt. Ne? Salmonellengefahr und so weiter. Ihr kennt das Thema natürlich. Und wenn die Verluste groß sind, ist das natürlich ein kalkulatorisches Problem, weil das muss mit einberechnet werden von vornherein, aber kommt ja gar nicht als direkter Verkauf an, sozusagen. Energieträger, ne, das ist natürlich auch nochmal interessant in dem Kontext, wie klimafreundlich ist die Fernwärme, die ich hier kriegen könnte und so weiter und so fort. Ne? Also hier nochmal der Anteil an erneuerbare Natur, Kraft-Wärme-Kopplungsanteil, was zeigen würde, hey, das Kraftwerk macht auch noch Strom, ist also theoretisch ein bisschen effizienter. PDF, und da ist nur ein Link aufs Glossar. Das ist interessant, hier wird gar nicht erklärt, was das ist. PDF, Glossar. So, suchen wir hier mal nach PDF. Wird auch hier nicht erklärt. Primärenergiefaktor? Kann das sein? Primärenergiefaktor? Primärenergiefaktor, was ich sehe hier. Kennen wir aus dem Gebäudeenergiegesetz, beschreibt im Prinzip die Lieferkette des Brennstoffs. Also im Sinne der Klimafreundlichkeit kann man auch nochmal sagen, wenn die Wärme aus der Solarenergie kommt, von oben, ist das sehr klimafreundlich. Wenn die Wärme aus der Kohleenergie kommt, muss die Kohle erst mit einem Bagger rausgebaggert werden, dann weiterverarbeitet werden, in Kohlebriketts gepresst werden, muss transportiert werden. Es gibt dabei Umwandlungs- und Transportverluste. Es gibt eine ganze Logistikkette und Verarbeitungskette. Und diese ganzen Faktoren müssen natürlich mit als Lieferkette einberechnet werden, wenn wir die Effektivität eines Brennstoffs betrachten wollen. Das ist praktisch der Primärenergiefaktor, der beschreibt, wie effizient, kosteneffizient, klimaeffizient, wie ne, Lieferketten aufwendig ist der Brennstoff. Da kommt das Ganze her. Jetzt habe ich aber natürlich meine Sortierung wieder anders. Und am Ende ist nochmal der Link auf die Internetseite, ist aber nicht direkt anklickbar, muss man sich einmal kopieren und dann praktisch selbst öffnen. So, damit kann ich also in etwa verorten, wo liegt dann mein eigener Wärmeanbieter im Vergleich zum restlichen Markt. Und da würde ich persönlich eben sagen, na, man muss vielleicht mal vergleichen anhand der Gemeinden, um die es da geht, oder anhand des Teilnetzes, ist das jetzt vergleichbar mit mir vor Ort? Dann könnte eventuell ein auch vergleichbarer Preis dort rauskommen, sodass ich ein Gefühl dafür habe, wo stehe ich gerade mit meinem Anbieter. Das wäre so der Ansatz, den ich hiermit machen könnte. Mehr ist es im Moment erstmal nicht, ist aber natürlich insoweit schon eine interessante Geschichte. So, zum Ende, wenn man hier noch auf Über uns geht, wird nochmal darauf hingewiesen, das ist so eine Verbandsaktivität. Die Verbände stellen sich dann hier nochmal gerade vor und auch der Hinweis, wer das Ganze mit umsetzt. Am Ende des Tages ist es mit bei PwC. Ist ja kein Geheimnis. Deswegen kann man nur sagen. So, FAQ, vielleicht auch noch zu aller guter Letzt, wird hier nochmal darauf hingewiesen, ne, wie die verschiedenen Faktoren hier zu verstehen sind. Und insoweit ist das eine interessante Sache. Wer sich in das Thema weiter einarbeiten kann, kann sich hier nochmal ein bisschen reinlesen. Plus hat hier unten den Link auf eine allgemeine Informationsseite auch von den Verbänden, um sich mehr Informationen zur Fernwärme als solcher ranzuholen. Na, Fernwärme rein ins Haus. Und dann ist ein bisschen erklärt. Ja, das Thema ist natürlich gerade auch im Kontext des Gebäudeenergiegesetzes. Wir hatten das ja gerade beim Thema Primärenergiefaktor. Ganz interessant, weil wir ja irgendwann das Stilllegen von Gasleitungen und damit auch von Gasheizungen haben. Also Erdgasheizungen, Wasserstoff,
Das Wasserstoffkernnetz ist sehr klein im Vergleich zum heutigen Erdgasnetz. Wir werden also an den meisten Stellen, wo heute noch Erdgas angeliefert wird, in Zukunft keine Wasserstoffleitung haben. Dessen muss man sich bewusst sein, auch in der Wahl der eigenen Heizungstechnologie, wenn man Häuslebauer ist. Und Fernwärme oder auch dann Nahwärmenetze haben natürlich den Charme, dass man mit ein, zwei zentralen Erzeugern oder dann noch verschiedenen nochmal Wärmedazugebern relativ viele Haushalte und vielleicht auch Gewerbe- und Industriebetriebe mit Wärme versorgen kann. Das wäre schon sehr, sehr interessant. Oder ist auf jeden Fall nochmal kosteneffizienter, womöglich, oder zumindest aufwandseffizienter, als dass jede Liegenschaft selbst seine eigene Wärme erzeugt. Kommt drauf an, ne? Im Dörflichen kann das sein, dass auch jedes Gebäude selbst sich um Wärme kümmert, aber dann ist es eben in Zukunft nicht mehr so simpel, dass ich mir dann Heizöl anliefern lasse oder eben meine Gasleitung habe, weil diese Faktoren oder weil diese Brennstoffe so ein paar Preisfaktoren haben, die wir erst über die nächsten Jahre so deutlich spüren werden. Zum einen der CO2-Preis. Ich werde da vielleicht nochmal in einem separaten Video drauf eingehen. Die CO2-Gebühren, besser gesagt, werden ab 2027 marktlich bestimmt werden. Bisher sind die immer noch gedeckelt über gesetzliche Vorgaben. Bisher sind die CO2-Gebühren, das, was man CO2-Steuer nennt, noch gesetzlich gedeckelt. Also man muss ja auch immer sagen, danke, liebe Regierung, dass ihr einen Oberdeckel praktisch noch drauflegt. Der Preis könnte höher sein, als er aktuell ist. Das wurde immer gesagt, oh, die Bösen, die haben uns jetzt hier zwei Preise uns gegeben. Das kommt ja von der EU-Ebene. Und es wird bisher immer noch, auch in anderen Ländern, eben so geregelt, dass das Ganze noch eine gesetzliche festgelegte Höhe hat. Ab 2027 ist es eine marktlich bestimmte Höhe. Wir werden immer weniger CO2-Emissionszertifikate in Europa haben, immer weniger erlaubte Tonnen CO2-Ausstoß damit. Damit ist die einzelne Tonne CO2 natürlich teurer, weil weniger Erlaubnis, also weniger Angebot, aber noch hohe Nachfrage theoretisch. Damit wird es teurer. Alle Experten, die sich dazu mal geäußert haben, sagen eben, hupsi, das wird ab 2027 zum Ende dieses Jahrzehnts hin sehr, 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 sehr teuer werden. Und zum anderen haben wir gerade bei Erdgasleitungen das riesige Problem, die werden ja nun mal dann über die nächsten zwei Jahrzehnte abgebaut werden. Das heißt, wir sind jetzt schon in einer Planung der Stilllegung. Das heißt, wir werden irgendwann weniger Abnehmer haben, natürlich auch. Ne? Mit jeder erneuerbaren Anlage, mit jeder Wärmepumpe gibt es einen Abnehmer weniger. Und das ist natürlich in der Kalkulation des Gaspreises eine riesige Herausforderung, weniger Abnehmer, weniger Nachfrage, aber gezwungenermaßen immer noch hohe Infrastrukturkosten, weil man ja Instandhaltung und gleichzeitig Abbau in x Jahren im Kopf haben muss. Ihr könnt euch vorstellen, dass Gas nicht günstiger wird. Offensichtlich nicht. Und zum Öl, schlussendlich, da kommt auch der CO2-Preis mit dazu. Ähnliches Thema, also schlussendlich. Plus im GEG ist geregelt, dass die eben auch ab Ende des Jahrzehnts einen gewissen erneuerbaren Anteil haben müssen in ihrem Brennstoff. Das wird auch eine Herausforderung sein. Also ich empfehle jedem ganz klar, such nach den Alternativen, die es gibt. Im Zweifel werden wir mit den kommunalen Wärmeplanungen da eine Richtung haben, in die es gehen könnte. Vielleicht mache ich dazu auch nochmal ein Video. Kommunale Wärmeplanung ist auch ein wichtiges Thema und kommt ja langsam, aber sicher voran. Gut, soweit erstmal dazu. Habt ihr Fragen, Anmerkungen zum Thema der Fernwärme-Preistransparenz-Seite oder zur Fernwärme selbst oder zur Wärmeplanung GEG? Gerne unten in die Kommentare schreiben, dann machen wir dazu auch nochmal Videos hier auf dem Kanal. Ansonsten wie immer, like das Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Ihr kriegt dann nämlich eine Notification aufs Handy oder am Browser und dann könntet ihr das Video sehr früh schon anschauen und das hilft dem Kanal natürlich, weil YouTube sich dann denkt, oh, das gucken viele Leute schon sehr, sehr schnell an. Das kann also anderen noch vorgeschlagen werden, weil das ist anscheinend ein wertvolles Video. Ne? Das ist so der Effekt von dieser Glocke, dass ihr das also früher bekommt und bei knapp 10.000 Followern hat es dann schon einen Effekt, wenn 20, 50, 100 Leute das relativ schnell anschauen. Na, dann denkt YouTube sich, das ist cooler Help-Content. Okay. Ansonsten wie immer bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert. Bis dahin.